Also habt ihr euch schon mal gefragt, ob diejenigen, die seit 1844 gestorben sind und dann in der speziellen Auferstehung am Ende der Trübsalzeit auferstehen werden, also noch vor der generellen Auferstehung der Gerechten, ob die eigentlich zu den 144.000 gehören werden oder nicht? Das ist immer wieder eine interessante Frage und das wollen wir uns heute auch mal anschauen. Und generell wollen wir heute uns mal ein bisschen damit beschäftigen, in welcher Zeit eigentlich die 144.000 ihr Werk tun und was sie ausmacht, also was ihre Merkmale sind, sodass wir anhand dieser Merkmale wissen können, wer wirklich letztendlich zu dieser Gruppe gehört. Wir können es natürlich über keine Individuen sagen, aber wir können die Merkmale studieren und so herausfinden, wer sind eigentlich die 144.000, was ist ihre Aufgabe und vor allem, auf welche Zeitspanne bezieht sich ihr Werk? Und so werden wir heute nochmal einen Rahmen setzen. Wir werden auf den Ablauf der Endzeitereignisse vor allem ganz am Ende schauen, damit wir das als gutes Grundgerüst haben, wenn wir dann tiefer in das eigentliche Werk der 144.000 nach dem Ende der Gnadenzeit einsteigen. Jetzt, wir haben in den letzten Studien ja schon gesehen, dass in Offenbarung 14, 15 dieser Engel, der aus dem Himmel kommt oder der aus dem Tempel im Himmel kommt, dass er Gottes Volk auf Erden darstellt. Und wir werden sehen und werden noch genauer zeigen, warum das speziell die 144.000 sind. Das haben wir jetzt noch nicht so im Detail getan, aber darum geht es ja, dass wir letztendlich dort die 144.000 identifizieren und was genau ihr Werk ist. Und ich möchte zeigen, dass sich das Werk der 144.000 speziell auf ja, die Zeit nach dem Ende der Gnadenzeit bezieht. Also diese Zeit der großen Trübsal, wie wir sie nennen, wo die sieben letzten Plagen fallen. Ich möchte zeigen, dass ihre Aufgabe sich auf das Werk in dieser Zeit bezieht. Denn oft wird gesagt, dass die 144.000 diejenigen sind, die die letzte Evangeliumsverkündigung auch vor dem Ende der Gnadenzeit vollbringen. Und das wollen wir uns mal ein bisschen anschauen. Und ich möchte zeigen, dass zwar die 144.000 alle bei der Evangeliumsverkündigung vor dem Ende der Gnadenzeit dabei gewesen sind. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass alle, die den Spätregen erhalten und die dritte Engelsbotschaft verkündigen und das Evangelium an die Welt bringen, dass die alle zu den 144.000 gehören. Das ist, kann man im Umkehrschluss nicht sagen, zumindest nach meinem Studium. Und das möchte ich heute mal mit euch anschauen. Und im letzten Teil haben wir auch noch gesehen, dass die Adventpioniere in ihrer Zeit, also schon direkt nach 1844, erkannt haben, dass diese Engel in Offenbarung 14 ab Vers 15 auch Gottes Volk darstellen. Aber sie hatten noch ein bisschen Schwierigkeiten damit, die Zeit einzuordnen. Sie dachten, sie wären schon in dieser Zeit nach dem Ende der Gnadenzeit und da lagen sie sicherlich falsch. Aber sie sind lange, wie wir bei James White und Uriah Smith und so weiter gesehen haben, sind sie eigentlich dabei geblieben, dass diese Engel schon Gottes Volk darstellen, auch wenn das Ende der Gnadenzeit und ja, dieses Werk dann erst noch in der Zukunft liegt, auch noch für uns heute. Okay, dann schauen wir uns mal hier das Zitat nochmal an, einfach zur Wiederholung. Und zwar, das war einfach das hier von Ellen White aus A Word to the Little Flock, wo sie sich auf Offenbarung 14 bezieht und sie sagt, dann wird Jesus die scharfe Sichel in seiner Hand haben, Offenbarung 14, 14, und dann werden die Heiligen Tag und Nacht zu Jesus auf der Wolke rufen, damit er seine scharfe Sichel sende und ernte. Das wird die Zeit der Angst Jakobs sein, aus der die Heiligen durch die Stimme Gottes befreit werden. Und wir haben das studiert im ersten Teil. Wenn man Offenbarung 14, Vers 15 liest, dann ist es dort der Engel, der Tag und Nacht
zu Jesus auf der Wolke ruft, dass er seine scharfe Sichel sende und ernte. Und damit können wir sehen, dass der Engel dort und die Heiligen hier genau dasselbe sind. Das heißt, der Engel stellt auch das Volk Gottes auf Erden dar. Und zwar, hier wie sie auch sagt, in der Zeit der Angst Jakobs. Und das werden wir uns gleich auch noch anschauen, wann genau diese Zeit ist. Und nur auch noch mal zur Wiederholung, hier das nächste Zitat aufgrund der Frage, wie es jetzt sein kann, dass wenn der Engel Gottes Volk darstellt, wie kann er dann aus dem Tempel im Himmel kommen? Nun, das ist nicht buchstäblich zu verstehen, sondern geistlich. Sie folgen Jesus im Glauben, genauso wie sie 1844 ihm auch im Glauben ins Allerheiligste gefolgt sind. So folgen sie ihm, wohin er auch geht, wie es in Offenbarung 14 heißt. Ja, sie folgen dem Lamm, wo immerhin es auch geht. Und wenn er jetzt aus dem Tempel im Himmel kommt, dann folgen sie ihm, aber nicht buchstäblich, sondern im Glauben. Jetzt, was wir uns anschauen wollen, hier ist mal aus dem großen Kampf jetzt so ein Ablauf, ein paar wichtiger Endzeitereignisse, damit wir so einen Rahmen haben, wo anhand dessen wir nachher identifizieren können, wo die 144.000 genau zu finden sind und ihr Werk tun. Und welches Buch ist dafür besser geeignet als der große Kampf, das ja eigentlich ihr wichtigstes Buch ist und wo sie diese Dinge am deutlichsten beschreibt. Also wir fangen hier an mit dem 39. Kapitel im großen Kampf. Und dort wird sie jetzt ansetzen am Zeitpunkt vom Ende der Gnadenzeit und so ein paar Dinge aufzählen, die kurz vorher geschehen sind und die ab dann jetzt danach geschehen. Und sie sagt jetzt hier im großen Kampf: Sobald die dritte Engelsbotschaft abgeschlossen ist, bittet die Gnade Christi nicht länger für die sündigen Bewohner der Erde. Gottes Volk hat seine Aufgabe vollendet. Es hat den Spätregen, die Erquickung von dem Angesichte des Herrn empfangen und ist auf die bevorstehende schwere Stunde vorbereitet. Okay. Also bevor wir weiterlesen, hier, Gott hat mich gerade erinnert, dass wir noch gar nicht gebetet haben. Also dann werden wir das jetzt sofort nachholen. Also lasst uns zusammen beten. Unser himmlischer Vater, wenn wir jetzt dein Wort lesen und die Prophetie studieren, bitten wir dich, dass du uns führst durch deinen Heiligen Geist. Herr, wir selber haben keine Weisheit, diese Dinge zu verstehen, und wir brauchen dich als unseren Lehrer und bitten dich, Herr, dass du unseren Verstand öffnest und unser Herz, dass wir die Dinge verstehen, die noch auf uns zukommen und die du uns offenbart hast. Und dass du auch zu unseren Herzen sprichst und wir erkennen, Herr, was es für uns persönlich bedeutet, für unsere Vorbereitung, die wir heute schon treffen. Und so vergib uns unsere Sünden, wasche unsere Herzen rein, dass du sie füllen kannst nach deinem Willen. Das bitten und danken wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, los geht's. Also, Kapitel 39 im großen Kampf. Sie sagt: Sobald die dritte Engelsbotschaft abgeschlossen ist, bittet die Gnade Christi nicht länger für die sündigen Bewohner der Erde. Also das ist das Ende der Gnadenzeit. Und jetzt sagt sie, Gottes Volk hat seine Aufgabe vollendet. Es hat den Spätregen, die Erquickung vom Angesicht des Herrn, empfangen. Also das ist vor dem Ende der Gnadenzeit geschehen. Und ist auf die bevorstehende schwere Stunde vorbereitet. Das ist jetzt die Zeit nach dem Ende der Gnadenzeit, wo die 7 Plagen fallen werden. Engel eilen im Himmel hin und her. Einer, der von der Erde zurückkehrt, verkündigt, dass sein Werk getan ist. Die letzte Prüfung ist über die Welt gegangen und alle, die gegen die göttlichen Vorschriften treu gewesen sind, haben das Siegel des lebendigen Gottes empfangen. Dann beendet Jesus seinen Mittlerdienst im himmlischen Heiligtum. Er hebt seine Hände und spricht mit lauter Stimme: Es ist vollbracht. Und die gesamte Schar der Engel legt ihre Kronen nieder, wenn er feierlich ankündigt: Wer böse ist, der sei fernerhin böse, und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein, aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. Jeder Fall ist zum Leben oder zum Tode entschieden worden. Christus hat sein Volk versöhnt und dessen Sünden ausgetilgt.
Die Vollzahl seiner Untertanen ist erreicht. Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel sollen den Erben des Heils gegeben werden und Jesus wird als König und Herr regieren. Also lasst uns das mal kurz hier ordnen auf der Tafel. Okay, jetzt müsstet ihr mich groß sehen. Super. Also, sie hat ja hier vom Ende der Gnadenzeit gesprochen und hat jetzt ein paar Dinge aufgezählt, die vorher geschehen sind. Und das Erste, was sie gesagt hat, ist, dass das Volk Gottes den Spätregen empfangen hat. Und wir haben schon gesehen, das Sonntagsgesetz, hier abgekürzt mit SG, ist das Ereignis, welches Gott jetzt nutzt, um zu sagen, jetzt gebe ich diese extra Ausgießung des Heiligen Geistes, was als der Spätregen dargestellt wird, der dann hier ausgegossen wird, sodass Gottes Volk jetzt die Kraft hat, den lauten Ruf zu geben. Und dadurch wird die letzte Warnung an die Menschheit gerichtet. Und dann hat sie auch gesagt, die letzte Prüfung ist über die Menschheit ergangen. Jetzt, man kann sagen, dass allgemein die Prüfung mit dem Sonntagsgesetz die letzte Prüfung darstellt, aber das ist ja nicht nur ein Zeitpunkt, sondern eine ganze Zeitspanne. Und diese Krise, Sonntagsgesetzkrise, wird eskalieren bis hin zu einem Höhepunkt. Und innerhalb dieser ganzen Prüfung wird es nochmal eine letzte Prüfung geben. Wir werden auch gleich sehen, was das ist. Aber auf jeden Fall muss die letzte Prüfung stattgefunden haben vor dem Ende der Gnadenzeit. Also ich schreibe es mal hier ganz ans Ende. Hier ist die letzte Prüfung. Und dann sagt sie, dass alle, die diese Prüfung bestanden haben, sie bekommen das Siegel Gottes. Also es ist sozusagen eine Bedingung. Die letzte Prüfung führt dazu, dass man versiegelt wird. Und dann sagt sie auch, dass Jesus diesen Ausdruck hier verkündet, und zwar, es ist vollbracht. Ich schreibe das auch mal hier hin, einfach in Anführungszeichen, vollbracht. Denn sie sagt ja auch, Gottes Volk hat sein Werk auf Erden vollendet. Und auch Jesus hat ein Werk im Himmel vollendet. Nämlich, wie sie als nächstes sagt, alle Fälle wurden entschieden, nämlich im Untersuchungsgericht, so auch über die Lebenden jetzt. Es ist abgeschlossen. Wir wissen ja, dass seit 1844 das Untersuchungsgericht mit den Toten begonnen hat. Aber da hier alle Fälle entschieden sind, muss es jetzt auch an den Lebenden ergangen sein. Und jetzt sind alle Fälle entschieden worden und auch die Sünden sind ausgetilgt worden aus dem himmlischen Heiligtum. Also alle sind gerichtet und die Austilgung der Sünden hat stattgefunden. Das sind sozusagen jetzt alle Ereignisse, die bis hierhin stattgefunden haben. Und das ist der Zeitpunkt, wo er jetzt den Dienst im himmlischen Heiligtum beendet und das Heiligtum verlässt und sich auf den Weg zur Erde macht. Und in dieser Zeit werden jetzt die sieben Plagen fallen. Und ich habe das hier größer gemacht, weil wir uns diese Zeitspanne genauer angucken werden. Und es endet dann mit seiner Wiederkunft. Wobei wir sehen werden, dass seine Wiederkunft auch ein Prozess ist. Also er ist nicht die ganze Zeit da und dann am Ende ist er auf einmal da, sondern er begibt sich auf den Weg zur Erde und dann werden Zeichen kommen, die sein Kommen ankündigen und dann kommt diese Wolke, die immer größer wird, bis er am Ende vollständig da ist. Das werden wir aber auch gleich noch genauer sehen. Aber jetzt haben wir schon mal hier diesen Zeitpunkt und merkt euch hier, dass sie hier geschrieben hat, dass hier dieser Ausruf kommt, es ist vollbracht.
Okay, dann gehen wir mal zurück zu dem großen Kampf und lesen hier weiter. Okay, also. Sie schreibt jetzt hier weiter. Wenn er das Heiligtum verlässt, liegt Finsternis über den Bewohnern der Erde. Und im nächsten Fettgedruckten hier sagt sie, die Gottlosen haben die Grenzen ihrer Gnadenzeit überschritten. Und dann hier am Ende, Satan wird dann die Bewohner der Erde in eine letzte große Trübsal stürzen. Also, wann beginnt diese große Trübsal? Sie beginnt hier eindeutig mit dem Ende der Gnadenzeit. Also genau hier beginnt jetzt die große Trübsal. Und dann sagt sie weiter, schließlich wird wieder alle, die den Sabbat des vierten Gebotes heiligen, ein Erlass ergehen, worin sie als der härtesten Strafen würdig hingestellt werden und man dem Volke die Freiheit gibt, sie nach einer gewissen Zeit umzubringen. Jetzt spricht sie von dem Todesdekret, was erlassen werden wird. Und sie sagt hier, dass in diesem Todesdekret nicht sofort der Befehl gegeben wird, Gottes Volk umzubringen, sondern in dem Dekret wird stehen, dass sie nach einer gewissen Zeit umgebracht werden sollen. Also wenn es erlassen wird, dann steht da ein Datum drin für die Zukunft, wann es vollstreckt werden soll. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen dem Zeitpunkt, wo das Todesdekret erlassen wird und einem späteren Zeitpunkt, wo es tatsächlich ausgeführt wird. Und dann sagt sie hier im nächsten Abschnitt, dann wird Gottes Volk in jene Tage der Trübsal und des Jammers geraten, die von dem Propheten Jeremia als die Zeit der Angst in Jakob beschrieben werden. Also wir haben jetzt zwei Begriffe, die diese Zeit nach dem Ende der Gnadenzeit beschreiben. Einmal die große Trübsal und einmal die Angst in Jakob. Und wir kommen nochmal gleich hierhin zurück. Hier in dem nächsten Zitat aus Patriarchen und Propheten sagt sie uns, dass die Zeit der Angst in Jakob auch mit dem Ende der Gnadenzeit beginnt. Also sie spricht hier wieder von Jakobs Erfahrung in jener Nacht des Ringens und der Angst und dass es die Trübsal, durch die Gottes Volk unmittelbar vor der Wiederkunft Christi gehen muss, versinnbildet. Und dann sagt sie im nächsten Abschnitt, diese Zeit der Angst beginnt, wenn Christus sein Werk als Mittler für die Menschen beendet. Also sowohl die Zeit der Angst in Jakob als auch die große Trübsal beginnen mit dem Ende der Gnadenzeit. Aber was sie hier sagt in diesem Abschnitt ist ja, dass das Todesdekret erlassen werden wird, wo ein Datum für die Zukunft drin steht. Und dann sagt sie, dann werden jene Tage der Trübsal beginnen. Also Frage, wird dieser Erlass des Todesdekrets, wo ein Zeitpunkt für die Zukunft festgesetzt wird dieser Erlass vor dem Ende der Gnadenzeit kommen oder danach? Wie ist die Reihenfolge hier? Nun, sie hat eindeutig gesagt, dass das Todesdekret erlassen wird mit diesem Datum für die Zukunft und dann wird diese Zeit der Angst in Jakob beginnen. Und wir haben eben gelesen, dass sowohl die große Trübsal als auch die Zeit der Angst in Jakob zum selben Zeitpunkt geschehen, nämlich mit dem Ende der Gnadenzeit. Also wir haben hier, das alles ist die, oder ich mache das mal hier drunter, weil da müssen gleich noch andere Sachen hin. Also die große Trübsal, sie beginnt genau hier und reicht bis zur Wiederkunft Christi. Und auch die Angst in Jakob, sagt sie, beginnt. Moment. Ich schreibe das mal hier drunter. Angst in Jakob beginnt hier mit dem Ende der Gnadenzeit. Aber wir werden gleich sehen,
Die große Trübsal und die Angst in Jakob starten zwar am selben Punkt, aber sie dauern nicht gleich lange. Also ich mache hier mal einen Fall bis hier. Wir werden das uns gleich noch anschauen. Aber ich möchte noch mal hin hier zu dem Punkt. Sie sagt, dieser Erlass des Todesdekrets wird kommen und dann beginnt die große Zeit der Trübsal. Das heißt, sie sagt damit eindeutig, dass der Todeserlass vor dem Ende der Gnadenzeit kommt. Also können wir hier schreiben, Todesdekret. Aber erinnert euch, das ist nicht der Zeitpunkt, wo es vollstreckt wird, sondern ja, da irgendwo jetzt in der Zukunft, wir werden wir auch noch gleich sehen, soll es erst vollstreckt werden. Aber daran sehen wir, dass der Erlass des Todesdekrets diese letzte große Prüfung ist, die Gottes Volk auch noch bestehen muss. Obwohl sie jetzt noch nicht in der Zeit sind, wo es vollstreckt wird, aber allein der Erlass ist eine Prüfung für sie. Warum? Weil in diesem Erlass geht es darum, dass die Menschen auf der Erde die Erlaubnis bekommen werden, Gottes Volk umzubringen. Das heißt, sie brauchen keine Restriktion vom Staat zu befürchten, wenn sie jetzt in Selbstjustiz hingehen und Gottes Volk umbringen. Das heißt, sobald dieser Erlass hier kommt, werden die Menschen schauen, wer hält jetzt den Sabbat? Denn das sind die Menschen, die sie dann umbringen dürfen. Das heißt, wenn ich hier den Sabbat weiter halte, dann gebe ich damit zu erkennen nach außen hin, dass ich ein Sabbathalter bin und unterschreibe eigentlich mein Todesurteil. Denn die Menschen werden sich mein Gesicht merken und meine Handlung und wissen, aha, das ist jemand, den dürfen wir dann umbringen. Aber wenn wir treu sind und hier weitergehen und sagen, nein, ich halte am Sabbat fest, dann bestehen wir diese Prüfung und Gott sieht das im Himmel, entscheidet unseren Fall. Wir bekommen das nicht mit. Aber wir gehen jetzt durch diese Zeit im Glauben, dass Jesus uns aus dieser Lage befreien wird, wenn dieser Todesdekret, wenn dieses Todesdekret ausgeführt werden soll. Also das ist die letzte große Prüfung. Sie kommt vor dem Ende der Gnadenzeit und wenn es ergangen ist, geschieht das alles hier im Himmel und zu irgendeinem Zeitpunkt, wir wissen nicht genau, aber auf jeden Fall nach diesem Erlass wird das Ende der Gnadenzeit kommen und diese große Trübsal und die Angst in Jakob beginnen. Jetzt schauen wir uns kurz den Unterschied an zwischen der großen Trübsal und der Angst in Jakob. Also, ihr seht jetzt wieder meinen PDF, oder? Super. Also hier, das haben wir ja schon gelesen, die große Trübsal, die Zeit der Angst in Jakob, meine ich, beginnt, wenn Christus sein Werk als Mittler beendet. Das ist das Ende der Gnadenzeit. So. Jetzt. Die große Trübsal bezieht sich vor allem auf die Ausgießung der sieben Plagen. Und diese Ausgießung der sieben Plagen ist ja das, was die Gottlosen erleiden werden, weil Gottes Volk davor beschützt wird. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch darunter in gewisser Weise leiden. Also lesen wir mal kurz hier aus dem großen Kampf, was sie schreibt, bevor wir zu dem Ablauf der Ereignisse hier zurückkommen. Sie sagt, die Welt sieht gerade jene Menschen, die sie verspottet und verlachte und die sie ausrotten wollte, ohne Schaden durch Pestilenz, Stürme und Erdbeben gehen. Also hier sehen wir, dass Gottes Volk keinen Schaden nimmt von den Plagen. Sie nehmen keinen Schaden von der Pestilenz, den Stürmen und den Erdbeben. Das ist das, worunter die Gottlosen leiden. Und das ist das, was die große Trübsal ausmacht. Aber trotzdem ist es natürlich bei Gottes Volk so, das sehen wir hier unten, die uns bevorstehende Zeit der Trübsal und Seelenangst wird ein Glauben erfordern, der Mattheit, Verzögerung und Hunger ertragen kann. Und hier unten schreibt sie nochmal, dass Gottes Volk Leiden hat und auch Hunger und Durst erduldet. Also wir werden schon in gewisser Weise unter diesen Dingen leiden, aber diese Dinge sind nicht wirklich das Schlimmste in dieser Zeit für uns. Das, was wir erleben, das, was Gottes Volk in dieser Zeit erlebt, ist die Angst in Jakob. Und diese Angst bezieht sich nicht auf die äußerlichen Anfechtungen durch die Plagen, sondern es ist eine innere Anfechtung, wo die Herzen durchforscht werden und wir schauen, ob da noch irgendeine Sünde ist.
es ist ein innerer Seelenkampf. Und das ist die Angst in Jakob und das ist nur für die Gottlosen. Und sie müssen praktisch, das ist nur für Gottes Volk. Und sie müssen durchhalten, bis Jesus jetzt kommt und sie befreit. So lange sind sie in dieser Seelenangst, weil sie wissen ja jetzt nicht, dass wenn dann noch eine Sünde ist und Jesus kommt, dann werden sie nicht vor ihm bestehen können. Aber wenn Jesus kommt und sie annimmt und akzeptiert und sagt, meine Gnade ist genug für euch, dann ist diese Angst in Jakob vorbei. Und wir wollen herausfinden, wo in diesem Ablauf dieser Zeitpunkt kommt, dass diese Angst in Jakob vorbei ist. Und wir werden sehen, es wird schon früher sein, als hier am Ende bei der Wiederkunft. Also lesen wir mal weiter in dem Kapitel 39 über die große Trübsalzeit. Sie schreibt jetzt hier, das ist einige Seiten später, wenn Christus sein Mittleramt im Heiligtum niederlegt, wird der unvermischte Zorn Gottes ausgegossen werden. Das sind die sieben letzten Plagen. Und was sie dann tut, ist, sie geht zur Offenbarung 16 und zählt eine Plage nach der anderen auf. Und schlagt schon mal Offenbarung 16 auf, denn wir wollen jetzt das parallel uns anschauen zwischen Offenbarung 16, wo die sieben Plagen beschrieben werden, und wie sie das hier beschreibt. Also schlagt schon mal Offenbarung 16 auf. Und sie geht jetzt hier durch eine Plage nach der anderen. Also die erste Plage hier ist diese Art Pest. Ja, es ward eine böse und arge Drüse. Bei mir steht ein böses und schmerzhaftes Geschwür. Das kann irgendeine Art Seuche oder Pest sein, irgendeine Art Krankheit, was hier die erste Plage ist. Ich schreibe mal einfach Pest drüber. Dann zählt sie auch das nächste auf. Die zweite Plage hier ist, dass das Meer wie Blut war. Meer Blut. Dann die dritte ist, dass die Wasserströme und die Wasserbrunnen zu Blut werden. Also auch alle restlichen Wasser, schreibe ich mal, Wasser werden zu Blut. Dann geht es weiter mit der vierten Plage. Und das ist, wo die Sonne die Menschen mit großer Hitze verbrennt. Also ich schreibe mal Hitze, Sonne. So, also sie geht durch diese vier Plagen und dann sagt sie etwas Interessantes hier im nächsten Paragraph. Sie sagt, diese Plagen sind nicht weltweit, sonst würden die Bewohner der Erde vollständig ausgerottet werden. Also wenn sie jetzt sagt, diese Plagen, auf welche Plagen bezieht sie sich? Natürlich auf die, die sie gerade aufgezählt hat. Und das waren bis jetzt nur die ersten vier Plagen. Also sie sagt, die ersten vier Plagen sind nicht weltweit. Was bedeutet, dass die nächsten drei natürlich weltweit sein werden. Und das ist jetzt immer noch Kapitel 39, die Zeit der Trübsal. Und wenn man jetzt das Kapitel zu Ende liest, wird sie keine weitere Plage nennen. Sie wird einfach die Erfahrung von Gottes Volk in dieser Zeit beschreiben, während dieser vier Plagen. Wie Gott sie beschützt und wie sie beten und all diese verschiedenen Aspekte in dieser Zeit erläutert sie dann genauer. Aber die nächsten Plagen werden in diesem Kapitel nicht mehr erwähnt. Dazu muss man jetzt zum nächsten Kapitel im großen Kampf gehen, nämlich Kapitel 40. Und dieses Kapitel heißt die Befreiung von Gottes Volk. Denn wir werden jetzt sehen, dass mit der fünften Plage die Befreiung von Gottes Volk beginnt. Wir können schon mal lesen, bevor wir jetzt hier im großen Kampf lesen, in Offenbarung 16, was denn die fünfte Plage ist. Und dann werden wir auch in der Lage sein, sie hier im großen Kampf zu erkennen. Also in Offenbarung 16 ab Vers 10 finden wir die fünfte Plage, da heißt es. Und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres und dessen Reich wurde verfinstert und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. Und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Also was ist die fünfte Plage? Es ist die Finsternis. Schreibe ich auch mal hier drüber. Die fünfte Plage ist die Finsternis.
Und lesen wir direkt auch noch die sechste Plage, Vers 12. Vielleicht erkennen wir sie dann auch im großen Kampf. Offenbarung 16, Vers 12. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Also die sechste Plage ist hier das Austrocknen des Euphrats. Schreibe ich auch mal hin. Euphrat vertrocknet. Okay, also lesen wir jetzt hier ab Anfang von Kapitel 40, wie sie den weiteren Verlauf beschreibt. Sie sagt: Wenn man daran geht, den Schutz menschlicher Gesetze denen zu entziehen, die die Gebote Gottes ehren, wird in verschiedenen Ländern zu gleicher Zeit eine Bewegung entstehen, jene Gläubigen zu vernichten. Wenn die in dem Erlass bestimmte Zeit herannaht, verschwört sich das Volk, die verhasste Sekte auszurotten und beschließt in einer Nacht, den entscheidenden Schlag zu führen, der jene abweichenden Stimmen und Kritiker für immer zum Schweigen bringen soll. Also hier nimmt sie jetzt wieder Bezug auf das, was sie im letzten Kapitel geschrieben hat, dass nämlich dieser Erlass ja ein Datum in sich hatte, wann er vollstreckt werden soll. Und zu diesem Zeitpunkt kommen wir jetzt nach diesen vier Plagen. Also wenn wir uns das kurz hier angucken, ich habe das nochmal zusammengefasst. Wir haben hier das Todesdekret, was hier erlassen wurde und wo der Zeitpunkt für die Zukunft drin festgehalten war. Und es dauert jetzt bis nach der vierten Plage, also genau bis hier, dass dieses Todesdekret vollstreckt werden soll. Und an diesem Zeitpunkt sind wir jetzt. Die Menschen tun sich zusammen und sagen, jetzt wollen wir Gottes Volk umbringen. Und dann schauen wir mal, was als nächstes hier im großen Kampf passiert. Sie sagt, mit Siegesgeschrei, mit Spott und Verwünschungen sind Scharen gottloser Menschen im Begriff, sich auf ihre Opfer zu stürzen. Aber siehe, eine dichte Finsternis, schwärzer als die dunkelste Nacht, senkt sich auf die Erde nieder. Also, was mag diese Finsternis wohl sein? Es ist im Ablauf der Plagen genau die nächste Plage. Es ist die Finsternis. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt das Todesdekret vollstreckt werden soll, ist es die fünfte Plage, die das eigentlich verhindert, dass Gottes Volk jetzt umgebracht wird. Das ist das Eingreifen Gottes, wo jetzt sichtbar Gottes Volk geholfen wird, sodass die Menschen, die Gottes Volk umbringen wollen, ihr Werk nicht tun können. Das ist die fünfte Plage. Okay, schauen wir weiter. Oh, jetzt hat sich das hier verändert. Okay. Sie sagt dann weiter, dann überspannt ein die Herrlichkeit des Thrones Gottes widerstrahlender Regenbogen den Himmel und scheint jede betende Gruppe einzuschließen. Die zornigen Scharen werden plötzlich aufgehalten. Ihre spöttischen Rufe ersterben. Das Ziel ihrer mörderischen Wut ist vergessen. Mit schrecklichen Ahnungen starren sie auf das Sinnbild des Bundes Gottes und möchten gern vor dessen überwältigendem Glanz geschützt sein. Okay, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber wir haben gerade die sechste Plage gelesen. Die fünfte war die Finsternis und die sechste ist das, was ich hier als nächstes fettgedruckt markiert habe, nämlich, dass die zornigen Scharen plötzlich aufgehalten werden. Jetzt, warum ist das die sechste Plage? Lesen wir nochmal hier in Offenbarung 16. Die sechste Plage in Vers 12 war ja, dass der Euphrat vertrocknet. Nun, wir werden uns das in einem zukünftigen Studium noch genauer anschauen, denn das hat unmittelbar mit dem Werk der 144.000 zu tun. Aber im Moment würde ich trotzdem eine kurze Erklärung geben, damit wir das richtig einordnen können. Der Euphrat war im Alten Testament der Fluss,
der Babylon versorgt hat. Es war sozusagen die Lebensader, der Lebensstrom für Babylon. Und in Offenbarung 17 wird diese Plage im Speziellen genauer erklärt. Denn in Offenbarung 17, Vers 1 kommt einer der Engel, der die sieben Zornesschalen hatte, also einer von diesen Engeln, die die sieben Plagen gebracht haben, und er sagt, ich will dir jetzt ganz speziell das Gericht über die Hure zeigen, die wo sitzt? An vielen Wassern. Und wo haben wir Wasser gesehen während der sieben Plagen? Nun, der Euphrat. Und das ist genau, was er jetzt genauer erklärt. Also wir kennen diesen bekannten Vers, den wir immer zitieren, Vers 15 in Offenbarung 17, Vers 15, um herauszufinden, was die Wasser darstellen. In Vers 15 heißt es, und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und wer ist diese Hure? Nun, in Vers 5 wird uns gesagt, es ist Babylon. Und in Vers 18, im letzten Vers von Kapitel 17, heißt es, und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Also das Bild, was uns hier gegeben wird, ist, dass die Stadt Babylon im Alten Testament, die an dem Euphrat saß, ist genau dasselbe wie die Hure Babylon, die an diesen vielen Wassern sitzt heute. Und was stellen diese Wasser dar, an denen die große Stadt, die babylonische Hure sitzt? Die Erklärung in Offenbarung 17 ist, dass es Völker, Scharen und Nationen und Sprachen sind. Also es sind Menschen. Es sind die Menschen, die Babylon unterstützen. Daher bekommt Babylon seine Macht, dass es Menschen hat und Menschen gibt, die ihr folgen und die Befehle von Babylon ausführen. Und man muss sich das so vorstellen, dass diese Flut von Menschen, wie eine Wasserflut, jetzt Gottes Volk ertränken soll. Wir haben auch diesen Ausdruck aus Offenbarung 12, wo der Drache der Frau, also der Gemeinde, Wasser hinterher schleuderte, was die Verfolgung von Gottes Volk im Mittelalter darstellt. Und das ist genau hier. Diese Wasser sind die Menschen, die Gottes Volk umbringen auf den Befehl Babylons hin. Aber plötzlich vertrocknet dieser Fluss, der Babylon unterstützt. Und deswegen sagt sie als nächstes nach der Finsternis, dass die Scharen gestoppt werden und aufgehalten werden. Der Fluss, der Babylon versorgt, vertrocknet. Und da können wir sehen, dass sie so ganz im Nebensatz auch die Erfüllung der sechsten Plage hier erwähnt. Gehen wir zurück hier zu unserem Abschnitt im großen Kampf. Also die zornigen Scharen werden plötzlich aufgehalten, das ist jetzt die sechste Plage. Schauen wir weiter, was als nächstes geschieht. Es kommen jetzt diese sichtbaren Zeichen, die Gottes oder die Jesu Wiederkunft ankündigen. Also sie hören diese klangvolle Stimme. Sie haben ja schon den Regenbogen gesehen. Diese Wolken stoßen hier zusammen. Dann blicken sie in den Himmel wie Stephanus und so weiter. Also diese ganzen sichtbaren Zeichen, die sie bisher nicht hatten. Also während der ersten vier Plagen gab es kein Anzeichen dafür, dass Jesus kommen würde. Aber jetzt auf einmal, ab der fünften Plage, kommen diese Zeichen, die sein Kommen ankündigen. Und deswegen sagen sie hier auch am Ende, also da heißt es im Fettgedruckten, und die blassen, zitternden Lippen derer, die an ihrem Glauben festgehalten haben, geben einen Ruf des Sieges von sich. Also in dem Moment, wo diese Finsternis kommt und dann der Regenbogen und das alles, da können sie sicher sein, sie haben den Sieg. Sie haben es ausgehalten. Und das heißt, dass jetzt, wo dieser Sieg da ist, die Angst in Jakob vorbei ist, oder? Denn sie haben es ja überstanden. Die ersten vier Plagen, da gab es kein Zeichen von Jesu Wiederkunft, aber jetzt, ab diesem Zeitpunkt, kommen diese sichtbaren Zeichen, weshalb auch dann die gottlosen Menschen ablassen von ihrem Tun. Das heißt, die Angst in Jakob,
geht eigentlich nur hier bis zur fünften Plage. Hier wird sozusagen ein Unterschied gemacht zwischen den ersten vier Plagen und den letzten fünf. Und die ersten vier ist die Zeit der Angst in Jakob und alles hier ist die große Trübsal. Aber jetzt haben sie hier diesen Siegesruf und ihre Angst ist vorbei, denn sie wissen, jetzt kommt Jesus und befreit sie und sie brauchen sich nicht mehr zu fürchten. Und dann heißt es weiter, es ist mitten in der Nacht, da Gott seine Macht zur Befreiung seines Volkes offenbart. Die Sonne wird sichtbar und leuchtet in voller Kraft. Zeichen und Wunder folgen rasch aufeinander. Die Gottlosen schauen erschreckt und bestürzt auf diese Vorgänge, während die Gerechten mit feierlicher Freude die Zeichen ihrer Befreiung betrachten. Und jetzt ist es interessant, denn jetzt kommt es ja noch zur siebten Plage. Und es heißt hier weiter, in der Natur scheint alles außer der gewohnten Ordnung zu sein, die Ströme hören auf zu fließen, dunkelschwere Wolken steigen auf und stoßen gegeneinander. Mitten an dem aufgerührten Himmel ist eine Stelle von unbeschreiblicher Herrlichkeit, von wo aus die Stimme Gottes, dem gewaltigen Rauschen vieler Wasser gleich, ertönt und spricht, es ist geschehen. Und man könnte auch sagen, es ist vollbracht. Und das finden wir in Offenbarung 16, Vers 17, wo der siebte Engel seine Schale ausgießt. Das heißt, unter dem siebten Engel, am Ende von Vers 17, kommt jetzt nochmal dieser Ausdruck, es ist geschehen oder es ist vollbracht. Erinnert euch, wir haben eben gelesen hier am Ende der Gnadenzeit, dass schon mal verkündet wurde, es ist vollbracht. Aber jetzt, ganz am Ende, in der siebten Plage, kommt nochmal dieser Ausdruck. Es ist geschehen. Also wir haben letztendlich zweimal, zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, diese Verkündigung, es ist vollbracht, es ist geschehen. Und es muss sich natürlich auf zwei verschiedene Dinge beziehen. Und das zeigt uns schon, dass hier ein Werk abgeschlossen ist, aber da gibt es noch ein Werk nach dem Ende der Gnadenzeit und das muss auch vollbracht werden und dann heißt es nochmal, es ist geschehen. Und deswegen haben wir diesen Unterschied gemacht zwischen der Aufgabe von Gottes Volk vor dem Ende der Gnadenzeit und dem nach dem Ende der Gnadenzeit. Und wir haben auch gesehen, dass es die Unterteilung zwischen den ersten vier Engeln gibt, nämlich die drei Engel in Offenbarung 14, 6 bis 9, was wir als die dreifache Engelsbotschaft kennen. Dann den Engel aus Offenbarung 18, welcher hinabkommt, um die ganze Erde mit seiner Herrlichkeit zu erleuchten und eigentlich nur der dreifachen Engelsbotschaft Kraft gibt. Und das ist der vierte Engel in der zeitlichen Reihenfolge. Und dann haben wir gesehen, dass nach dem Ende der Gnadenzeit in Offenbarung 14 ab Vers 15 noch drei weitere Engel dargestellt werden, nämlich der fünfte, sechste und siebte Engel. Und so haben wir wieder eine Unterscheidung zwischen den ersten vier und den letzten drei. Genauso wie auch hier, die ersten vier Plagen und die letzten drei Plagen. Oder diese Unterscheidung wird auch gemacht bei den Siegeln, die ersten vier und die letzten drei. Oder bei den Posaunen, die ersten vier und die letzten drei. Und so sehen wir, dass diese letzten drei Engel auch ein Werk vollbringen und wieder sagt hier Gott am Ende, es ist geschehen. Nämlich, und jetzt ist das Werk gemeint, was hier geschehen ist. Also allein diese zwei, es ist vollbracht oder es ist geschehen, zeigen uns, dass es sich hier um zwei verschiedene Dinge handelt, die aber beide geschehen müssen. Und an beiden hat Gottes Volk seinen Anteil. Natürlich ist es immer Gottes Werk, aber Gottes Volk gibt sich hin an Gott, dass Gott das durch sie tun kann. Also wir haben gelesen, es ist geschehen. Und jetzt beschreibt sie diese siebte Plage. Ja, es ist ein großes Erdbeben. Es kommen auch diese Hagelsteine. Und die Städte werden vernichtet in dieser letzten großen Plage, die jetzt ja weltweit ist. Also eine weltweite Vernichtung durch das Erdbeben und den Hagel. Und jetzt kommt noch ein wichtiges Ereignis. Und zwar,
Sie sagt jetzt hier im nächsten Abschnitt, Gräber öffnen sich und viele, so unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Etliche zum ewigen Leben, etliche zu ewiger Schmach und Schande. Alle, die im Glauben an die dritte Engelsbotschaft gestorben sind, kommen verklärt aus ihren Gräbern hervor, um mit denen, die Gottes Gesetz gehalten haben, den Friedensbund Gottes zu vernehmen. Das ist das, was wir die spezielle Auferstehung nennen. Und hier werden nur diejenigen auferstehen, die seit 1844 im Glauben an die dritte Engelsbotschaft gestorben sind. Denn seit 1844 kam ja erst die dritte Engelsbotschaft. Und es werden auch die auferstehen, die Christus gekreuzigt haben. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir kümmern uns vor allem um diese spezielle Auferstehung. Und wann findet sie hier statt in dem zeitlichen Ablauf? Nun, sie findet genau hier statt, nachdem wir gerade gelesen haben, dass die siebte Plage gekommen ist. Dann hat er gesagt, das ist vollbracht. Und jetzt kommt diese spezielle Auferstehung. Also das kommt ganz am Ende erst, Auferstehung. Hier in der siebten Plage. Und Jesus ist jetzt immer noch nicht da, er ist immer noch auf dem Weg und sie haben jetzt das Vorrecht, seine Ankunft mitzuerleben. Und die Auferstehung der Gerechten, also das, was wir als die generelle erste Auferstehung kennen, wird erst dann stattfinden, wenn er wirklich da ist. Aber sie kommen kurz vorher, um seine Ankunft mitzuerleben. Trotzdem kommen sie erst ganz am Ende hier während der siebten Plage. Und es sind diejenigen, die seit 1844, wo die dritte Engelsbotschaft kam, im Glauben an diese Botschaft gestorben sind. Für sie ist dieser spezielle Segen hier vorbehalten, dass sie Jesu Wiederkunft miterleben dürfen. Und die Frage, die wir uns dann jetzt gleich auch noch stellen wollen, ist, gehören jetzt diejenigen, die dort auferstehen in der speziellen Auferstehung, gehören die mit zu den 144.000 oder ist es eine separate Gruppe, die zwar dann bei den 144.000 oder mit den 144.000 sein wird, aber nicht Teil von ihnen sein wird? Das werden wir uns jetzt gleich genauer anschauen. Aber wichtig ist erstmal, dass wir hier die zeitliche Abfolge verstehen, wann das alles stattfindet. Jetzt springen wir ein bisschen vor, das war jetzt Seite 637 im Großen Kampf. Jetzt springen wir vor zu Seite 640. Da kommt noch ein Detail, was ich mit aufschreiben möchte. Und zwar, die Stimme Gottes erschallt vom Himmel, verkündigt den Tag und die Stunde der Wiederkunft Christi. Also das geschieht, nachdem die in der speziellen Auferstehung schon auferstanden sind. Also das nächste, was passiert, ist Tag und Stunde wird verkündet. Das kommt zeitlich danach. Und dann nochmal drei Seiten später, hier auf Seite 643, dann erst findet die generelle Auferstehung statt, wo es heißt, er blickt auf die Gräber der Gerechten und ruft, seine Hand zum Himmel erheben, erwachet, 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 die ihr im Staube schlaft und stehet auf. Und jetzt kommt die generelle Auferstehung der Gerechten. Das kommt dann ganz am Ende. Okay, also jetzt, wo wir diesen Ablauf haben und auch die spezielle Auferstehung lokalisiert haben und definiert haben, was die große Trübsal ist, was die Zeit der Angst in Jakob ist und wann das alles geschieht, schauen wir uns mal die Merkmale der 144.000 an, um sie jetzt da einordnen zu können. Fangen wir erstmal mit der Bibel an. In Offenbarung 7 werden sie ja das erste Mal erwähnt, unter diesem Begriff, die 144.000, nämlich in den Versen 1 bis 4. Gehen wir mal dahin, Offenbarung 7, Verse 1 bis 4.
Da heißt es, und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Also das Merkmal, was wir hier finden über die 144.000, ist, dass sie die Versiegelten sind. Wir werden später genauer auf diese Versiegelung eingehen, aber einfach hier, dass wir es schon mal als Merkmal festgehalten haben in der Bibel, dass sie diese Versiegelten sind. Und diese vier Winde stellen natürlich die Zerstörung durch die sieben letzten Plagen dar. Also Winde in der Bibel können auch Zerstörung darstellen. Und das ist ja auch genau, was hier beschrieben wird, ja, dass die Erde, das Meer und die Bäume geschädigt werden durch diese vier Winde. Aber das Werk wird noch zurückgehalten, bis diese Versiegelung abgeschlossen ist. Und sie werden dann leben in dieser Zeit, wo diese Zerstörung kommt, werden sie sozusagen beschützt, weil sie das Siegel haben. Wo in der Bibel haben wir nochmal diesen Gedanken, dass man dieses Siegel oder dieses Zeichen haben muss, um beschützt zu sein? Das ist genau das, was wir auch in Hesekiel Kapitel 9 finden. In Hesekiel Kapitel 9, Verse 4 bis 6, diese Versiegelung, die wir dort finden, ist genau dieselbe, die auch in Offenbarung 7 beschrieben wird, denn es geht hier um jenes Siegel, welches uns beschützt während der Zeit der Zerstörung. Also Hesekiel 9, ab Vers 4, da heißt es, und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute. Das ist auch da, wo das Siegel hinkommen soll. Ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Zu den anderen aber sprach er vor meinen Ohren, geht hinter ihm her durch die Stadt und erwürgt. Euer Auge soll nicht verschonen und ihr dürft euch nicht erbarmen. Tötet, vernichtet Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemand an. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Da fingen sie bei den Ältesten an, die vor dem Tempel waren. Also es ist dasselbe Bild. Hier kommt dieses Todesdekret, oder es kommt jetzt nicht das Todesdekret, von dem wir gesprochen haben, aber es kommt der Zorn Gottes, der die Menschen vernichten soll. Und diejenigen, die das Siegel haben, dieses Zeichen auf der Stirn haben, die werden beschützt. Die sollen nicht davon betroffen werden. Und dann sehen wir, dass hier genau von derselben Versiegelung gesprochen wird, wie in Offenbarung 7. Und das ist genau das Siegel, wie wir jetzt schon aufgeschrieben haben. Wir haben ja gesehen, dass hier, wenn das Todesdekret kommt und die letzte Prüfung bestanden wurde, dass sie das Siegel bekommen haben. Und das ist genau das Siegel, was sie jetzt beschützt während der sieben letzten Plagen, sodass sie keinen Schaden davon nehmen. So, dann gehen wir zur Offenbarung 14. Und da finden wir ein paar weitere Merkmale der 144.000. Und da heißt es, einmal, dass sie in Vers 3 ein neues eigenes Lied haben, was nur sie lernen können. Und wenn man jetzt studiert in der Bibel, was ein Lied darstellt, dann ist vor allem das Lied, von dem hier gesprochen wird, erstmal das Lied Mose. Also in Offenbarung 15, Vers 3, da heißt es, dass sie das Lied des Moses und des Lammes singen. Und wenn man jetzt schaut in der Bibel, was ist das Lied des Moses, das findet man einmal in 2. Mose 15 und in 5. Mose 32. Und in 2. Mose 15, da singen sie von ihrer Befreiung aus Ägypten. Das heißt, sie singen von einer Erfahrung, die sie gerade gemacht haben. Und
nur diejenigen, die ehrlich diese Erfahrung auch gemacht haben und dabei waren, die können ehrlich dieses Lied singen. Also es geht hier nicht darum, dass niemand dieses Lied mitsingen kann. Ja, ich kann jedes Lied, was mir jemand beibringt, kann ich ja lernen und kann ich singen. Aber was hier gemeint ist, ist, man kann ein Lied wirklich nur mit voller Überzeugung singen, wenn man das, was da drin vorkommt, auch wirklich erfahren hat. Dann singt man es sozusagen ehrlich. Also zum Beispiel, wenn wir unsere Lieder singen aus unserem Liederbuch, dann sollen wir die ja bewusst singen, oder? Dass wir wirklich aus unserer Erfahrung singen können, ja, von unserer Befreiung zum Beispiel. Und genau das ist hier gemeint. Und dass sie ein neues Lied singen, was sonst kein anderer lernen kann, liegt eben daran, weil nur sie diese Erfahrung gemacht haben, von der sie jetzt singen. Natürlich können die anderen mitsingen, aber sie können es nicht so ehrlich singen wie die 144.000. Das ist hier die Idee. Nur sie haben die Erfahrung gemacht und deswegen können auch sie es nur mit vollster Ehrlichkeit singen. Und ihr könnt auch mal Psalm 40 lesen. Ich habe das mal hier dazu geschrieben, wenn ihr herausfinden wollt, was das Lied des Lammes ist. Denn das ist ein Psalm über Christus und über seine Befreiung. Dieselbe Erfahrung, die auch die 144.000 machen, aber das ist auch Thema für ein zukünftiges Studium. Und die nächsten Merkmale, die uns hier in Offenbarung 14 gegeben werden, in Vers 4 und 5, ist einmal, dass sie rein und untadelig sind und dass sie die Erstlingsfrüchte sind. Und wir haben in den letzten Studien schon angefangen, ein bisschen darüber zu sprechen, ja, dass Gott seit 1844 ein spezielles Reinigungswerk für sein Volk vollziehen muss, um sie vorzubereiten auf die Wiederkunft, wo sie ihm nämlich lebendig begegnen werden, ohne gestorben zu sein. Und offensichtlich ist dafür eine ganz spezielle Reinigung und Heiligung und Charaktervervollkommnung notwendig, um lebendig zu leben und in die Gegenwart Gottes zu treten, ohne zwischendurch zu sterben. Und deswegen wird hier auch von ihnen gesagt, sie haben diese Reinheit und diese Untadeligkeit erlangt und sie sind auch die Erstlingsfrüchte. Und wir werden noch sehen in unserem Studium, dass all diese Dinge unmittelbar miteinander zusammenhängen. Also diese Reinheit und die Tatsache, dass sie Erstlingsfrüchte sind. Okay. Und jetzt gehen wir mal zu einem Paragraphen im großen Kampf, wo Ellen White eine sehr schöne Zusammenfassung der Merkmale der 144.000 auflistet. Und wir wollen das jetzt mal verwenden, um anhand dieser Merkmale herauszufinden, ob diejenigen, die bei der speziellen Auferstehung hier am Ende, ob sie auch jetzt Teil dieser Gruppe sein können, also ob sie auch diese Merkmale erfüllen. Oder nicht. Und so können wir herausfinden, ob sie auch Teil der 144.000 sind. Denn wenn sie die Merkmale nicht erfüllen, dann können sie auch nicht Teil der Gruppe sein. Ist eigentlich ganz einfach. Also lesen wir mal, das ist großer Kampf, Seite 648. Da heißt es: Auf dem kristallenen Meer vor dem Thron, jenem gläsernen Meer, das so von der Herrlichkeit Gottes glänzt, als wäre es mit Feuer vermengt, steht die Schar derer, die den Sieg behalten hatten an dem Tier und seinem Bilde und seinem Malzeichen und seines Namens Zahl. Auf dem Berge Zion stehen mit dem Lamm die 144.000, die erlöst wurden. Also hier haben wir das erste Merkmal und sie geht jetzt hier durch die verschiedenen Merkmale. Was ich jetzt gemacht habe, um ein bisschen mehr Übersicht hier reinzubekommen, ist, ich habe den Paragraphen mal so aufgegliedert, dass wir die Schritt für Schritt durchgehen können. Also das ist jetzt genau dasselbe Zitat. Ich habe jetzt aber mal einfach Nummern vor die einzelnen Merkmale geschrieben, sodass wir das ein bisschen strukturieren können. Also das erste Merkmal hier ist, dass die 144.000 den Sieg behalten hatten an dem Tier und seinem Bilde und seinem Malzeichen. Und wir wollen jetzt herausfinden, sind diejenigen, die in der speziellen Auferstehung heraufkommen, sind die jetzt Teil der 144.000? Also erfüllen sie dieses Merkmal? Und da muss man sich nur fragen, haben sie denn den Sieg bekommen über das Tier
und sein Bild. Und natürlich, um diesen Sieg darüber zu bekommen und zu behalten, muss das Bild des Tieres aufgerichtet sein. Es muss existieren, richtig? Denn wenn es nicht existiert, kann ich auch keinen Sieg darüber behalten. Also, wenn wir uns jetzt anschauen, diejenigen, die ja hier auferstehen, bei der speziellen Auferstehung, das sind die, die seit 1844 sterben im Glauben an die dritte Engelsbotschaft. Und die Frage ist, wenn jetzt hier jemand gelebt hat und dann vor dem Sonntagsgesetz gestorben ist, dann hat er ja noch nicht mal die Aufrichtung des Bildes des Tieres und das Mahlzeichen und alles mitbekommen. Und deswegen können sie auch in dieser Zeit nicht den Sieg darüber bekommen haben. Der Sieg findet hier statt. Wir haben gesehen, dass hier in dieser Zeit Gottes Volk diesen Siegesruf gibt. Und jetzt haben sie den Test bestanden, das Todesdekret ist abgewendet und erst danach kommt die spezielle Auferstehung. Also sie kommen erst herauf, wenn der Sieg schon erlangt ist. Und da sehen wir, dass sie schon mal das erste Merkmal nicht erfüllen, denn sie waren nicht Teil der Zeit, wo man den Sieg bekommen musste über das Bild des Tieres und über das Mahlzeichen. Aber schauen wir mal weiter. Als nächstes sagt sie hier unten, niemand außer den 144.000 kann dieses Lied lernen, denn es ist das Lied ihrer Erfahrung und niemand hat sonst je eine solche Erfahrung gemacht wie sie. Diese sind's, die dem Lamm nachfolgen, wohin es geht. Also hier bestätigt sie, das Lied stellt ihre Erfahrung dar und vor allem die Tatsache, dass niemand sonst eine Erfahrung gemacht hat wie sie. Und wir werden sehen, die Erfahrung, die sie machen, ist genau diese Erfahrung während der Zeit nach dem Ende der Gnadenzeit. Also diese Erfahrung hier, die sie in dieser Zeit machen, ist speziell. Keiner hat diese Erfahrung sonst gemacht. Wir lesen das mal kurz. Ich habe das in einem Zitat hier drunter. Das ist aus Review and Herald, 12. August. Da sagt sie, die Zeit der Trübsal ist der Schmelztiegel, der Christusähnliche Charaktere hervorbringen soll. Ja, die Zeit der Trübsal nach dem Ende der Gnadenzeit. 7 letzte Plagen. Sie soll das Volk Gottes dazu bringen, sich von Satan und seinen Versuchungen loszusagen. Der letzte Konflikt wird ihnen Satan in seinem wahren Charakter offenbaren, dem eines grausamen Tyrannen. Und es wird für sie das tun, was nichts anderes tun konnte, nämlich ihn völlig aus ihrer Zuneigung zu entwurzeln. Also sie sagt, die Zeit der Trübsal tut etwas für die 144.000, was nichts anderes für sie hätte tun können. Und deswegen haben sie dort auch eine Erfahrung, die sonst niemand hatte. So, also gehen wir wieder hoch. Sie haben diese Erfahrung gemacht, aber dann natürlich diejenigen, die in der speziellen Auferstehung erst zu ihnen stoßen, nicht diese Erfahrung gemacht haben, nicht durch diese Zeit gegangen sind, erfüllen sie auch dieses Merkmal der 144.000 nicht. Jetzt weiter heißt es über die 144.000, sie, welche aus den Lebendigen der Erde heraus entrückt wurden, werden als Erstlinge für Gott und das Lamm angesehen. Also, das sind jetzt zwei sehr wichtige Dinge, mit denen wir uns auch näher beschäftigen werden. Sie sagt, sie sind aus den Lebendigen der Erde heraus entrückt worden und sie werden als Erstlingsfrüchte für Gott und das Lamm angesehen. Und wir müssen jetzt genau verstehen, was es bedeutet, entrückt zu werden. Ja, im Englischen schreibt sie das Wort translated. Und wir werden sehen, dass sich dieses Wort, entrückt zu werden, immer und zwar ausschließlich nur auf Menschen bezieht, die in den Himmel gehen, ohne gestorben zu sein, ohne den Tod gesehen zu haben.
Und da sehen wir natürlich, dass das auf die, die in der speziellen Auferstehung heraufkommen, nicht zutreffen kann. Denn sie haben ja den Tod gesehen, sie sind ja gestorben. Über sie kann nicht gesagt, dass sie entrückt werden. Und dann wird hier gesagt, sie werden als Erstlingsfrüchte für Gott und das Lamm angesehen. Das werden wir uns in einem zukünftigen Studium ganz genau anschauen. Das ist ein großes Thema, was es bedeutet, dass sie die Erstlingsfrüchte sind. Aber wir bekommen hier schon den Hinweis, dass es auch damit zusammenhängt, dass sie lebendig waren in dieser Zeit. Und sie konnten nur lebendig sein in dieser Zeit, weil sie diese Reinigung, diese Charaktervollkommnung bis zu diesem Punkt vorangetrieben haben, wo sie jetzt lebendig sein konnten und die Erstlingsfrüchte sein konnten und deswegen auch dann lebendig entrückt werden konnten, ohne den Tod gesehen zu haben. Aber dazu gleich noch mehr. Gehen wir erstmal diese Merkmale hier zu Ende durch. Das heißt jetzt hier weiter, sie sind durch die trübselige Zeit gegangen. Eine Zeit, wie sie nie auf Erden war, seit Menschen darauf wohnen. Jetzt, was war die trübselige Zeit? Die trübselige Zeit waren die ganzen 7 letzten Plagen. Und sie sagt hier ganz speziell, dass sie durch diese Zeit gegangen sind. Nun, was bedeutet das Wort durch? Es bedeutet, dass ich am Anfang reingehen muss, komplett durchgehen muss und am Ende wieder rauskomme. Also irgendwo mittendrin reinzukommen, würde nicht dieses Wort erfüllen, da wirklich durchzugehen. Und wir sehen, dass diejenigen, die in der speziellen Auferstehung auferstehen, sie kommen ja erst ganz am Ende. Also kann von ihnen gesagt werden, dass sie durch die trübselige Zeit gegangen sind? Ganz sicher nicht, denn sie bekommen gerade mal noch so das letzte bisschen davon mit. Sie werden noch ein bisschen davon mitbekommen, aber ganz sicher kann von ihnen nicht gesagt werden, dass sie hindurchgegangen sind. Es heißt weiter, sie haben die Angst in der Zeit der Trübsal Jakobs ausgehalten. Und hier müssen wir jetzt sagen, dass sie daran überhaupt gar keinen Anteil hatten. Denn wir haben gesehen, dass die Zeit der Angst in Jakob hier diese Zeit der ersten 4 Plagen umfasst. Und da sie erst in der 7. Plage kommen, haben sie überhaupt gar nichts davon mitbekommen. Also deswegen haben sie auch diese Zeit nicht ausgehalten und diejenigen, die hier bei der speziellen Auferstehung kommen, erfüllen auch dieses Merkmal nicht. Dann heißt es weiter, sie haben durch die letzte Ausgießung der Gerichte Gottes ohne Vermittler standgehalten. Nun, sie werden ohne Vermittler sein, auch hier ganz am Ende, das stimmt. Aber wieder derselbe Gedanke, es war nicht der Fall, dass sie durch die letzte Ausgießung der Gerichte Gottes, nämlich die ganzen 7 Plagen, hindurch diese Erfahrung gemacht haben. Also dieses Merkmal trifft auch nicht zu. Und das Letzte, die 144.000 haben gesehen, wie die Erde durch Hungersnot und Seuchen verwüstet wurde, wie die Sonne die Menschen mit großer Hitze quälte. Die Plage der Sonne und der Hitze war die 4. Plage. Und das haben sie natürlich auch nicht mitbekommen. Sie haben das nicht gesehen. Sie sehen jetzt vielleicht die Auswirkungen davon, dass alles verbrannt ist. Aber sie haben es nicht gesehen, wie es passiert ist. Sie waren da nicht dabei. Und so erfüllen sie auch dieses letzte Merkmal hier nicht. Also anhand dieser eindeutigen Aussagen hier im großen Kampf können wir eigentlich schon sehen, dass diejenigen, die bei der speziellen Auferstehung heraufkommen, nicht Teil der 144.000 sind, weil sie nicht ihre Erfahrung teilen. Die besonderen Merkmale, die 144.000 ausmachen. Schauen wir uns nochmal diese Entrückung an. Nun, in der Bibel wird uns erklärt, was Entrückung bedeutet. Und zwar anhand des Beispiels von Henoch. In Hebräer 11, Vers 5, wird von Henoch gesprochen. Und da heißt es, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen habe. Also der Hauptpunkt hier ist, dass Entrückung bedeutet, dass man den Tod nicht sieht. Ja, das drückt das Wort sodass aus. Entrückt, sodass er den Tod nicht sah.
Hätte er den Tod gesehen, hätte er nicht entrückt werden können. Das ist die Erklärung von dem Wort entrückt, dass man den Tod nicht sieht. Das heißt, wenn die 144.000 entrückt werden, dann heißt es, dass sie den Tod nicht gesehen haben. Und so sicher wie diejenigen, die die spezielle Auferstehung den Tod gesehen haben, erfüllen sie nicht das Kriterium, um mit der Bezeichnung ja, entrückt betitelt zu werden. Sie werden zwar auch mit den 144.000 dann in den Himmel gehen, aber der Begriff entrückt trifft nicht auf sie zu, weil sie eben gestorben sind. Und Jesus spricht davon und macht auch diesen Unterschied zwischen denjenigen, die sterben und diejenigen, die leben, bis er wiederkommt. Das hier ist aus dem Leben Jesu, wo Ellen White Johannes 11, Vers 25 und 26 zitiert. Dort sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird niemals sterben. Also er sagt, es gibt diejenigen, die sterben, das sind die Toten dann, und sie werden auferstehen. Das ist der Begriff für die Toten, sie werden auferstehen. Aber es gibt auch noch welche, die leben und niemals sterben. Und die werden entrückt. Das sind zwei verschiedene Begriffe. Die einen sollen auferstehen, die anderen werden entrückt. Und es gibt Beispiele in der Bibel von beidem. Zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung, wo Jesus seine Jünger mitnimmt auf diesem Berg der Verklärung und dann erscheint dort Mose und Elia, die sich zu Jesus stellen. Und dann wird uns hier etwas Interessantes gesagt. Es heißt, wegen seiner Übertretung kam Mose unter die Macht Satans, die Herrschaft des Todes. Wäre er standhaft geblieben, hätte der Herr ihn in das verheißene Land gebracht und ihn dann in den Himmel entrückt, ohne dass er den Tod gesehen hätte. Also Mose ist ja gestorben, aber Mose ist auferweckt worden und in den Himmel gekommen. Aber sie sagt hier, hätte er diese Sünde am Ende seines Lebens nicht begangen, wo er den Felsen zweimal geschlagen hat, dann hätte Gott ihn entrückt, ohne dass er den Tod gesehen hätte. Dann hätte auf ihn das Wort auch Entrückung zugetroffen. Da er aber gestorben ist, ist er nicht entrückt worden, sondern er ist auferstanden und dann in den Himmel gegangen. Und sie sagt jetzt hier über diese Szene auf dem Berg der Verklärung, Mose war anwesend, um diejenigen zu vertreten, die bei der zweiten Erscheinung Jesu von den Toten auferweckt werden. Und Elia, der entrückt wurde, ohne den Tod zu sehen, repräsentierte diejenigen, die bei Christi zweitem Kommen in die Unsterblichkeit verwandelt werden und in den Himmel entrückt werden, ohne den Tod zu sehen. Und wir werden jetzt viele, viele Zeugnisse sehen, wir werden sie nicht alle komplett lesen, aber ihr könnt es alles durchgehen in der Bibel und bei den Schriften von Ellen White. Entrückung wird ausschließlich für Menschen verwendet, die nicht den Tod gesehen haben. Sie sagt hier in Christus ist Sieger, dass für Elia eine Vorbereitung auf die Entrückung notwendig war. Also es kann nicht einfach jeder entrückt werden. Da ist eine spezielle Vorbereitung, dass das überhaupt möglich ist. Lesen wir das mal bei Henoch. Henochs Vorbereitung auf die Entrückung. Sie sagt hier, Henochs Leben und Charakter, welche so heilig waren, dass er in den Himmel entrückt wurde, ohne den Tod zu sehen, repräsentieren, was das Leben und der Charakter aller sein müssen, wenn sie wie Henoch entrückt werden sollen, wenn Christus kommen wird. Also Henoch ist genauso wie Elia ein Beispiel für die, die leben, bis Christus wiederkommt. Aber dafür ist eine besondere Charakterheiligung notwendig, um das überhaupt erleben zu können. Alle anderen müssen offensichtlich sterben, um dann in den Himmel zu kommen. Ich kann euch genau erklären, was das genau ist, was Gott da tut und warum das notwendig ist. Aber es ist nun mal notwendig. Vielleicht gibt Gott uns noch mehr Licht darüber. Also hier sagt sie wieder, Henoch, sein gottesfürchtiger Charakter stellt den Zustand der Heiligkeit dar, den auch Gottes Volk erreichen muss, wenn es erwartet, in den Himmel entrückt zu werden. Also immer wieder dieser Gedanke, ja, was wir schon hatten in Malachi 3, diese Reinigung der Kinder Levis, wie dass sie geläutert werden wie Feuer und Silber, mit Feuer und wie Gold und Silber. Das ist diese Charakterheiligung, die sie hier brauchen, wie Henoch. Okay, lesen wir mal hier aus Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3.
Die von Henoch verkündete Botschaft und seine Entrückung in den Himmel waren ein überzeugendes Argument für alle, die zu seiner Zeit lebten. Diese Dinge waren ein Argument, das Methusalem und Noah mit Macht benutzen konnten, um zu zeigen, dass die Gerechten entrückt werden konnten. Also, das war anscheinend keine verständlich oder normale Sache oder die Vorstellung überhaupt, dass es möglich ist, dass man lebendig entrückt werden kann. Aber als Henoch lebendig entrückt wurde, war jetzt klar, das ist möglich. Aber eben nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Warum ist es nötig, darauf vorbereitet zu werden? Und wir bekommen einen Hinweis hier im zweiten Band der Zeugnisse. Da heißt es, diejenigen, die den Geist geschult haben, sich an geistigen Übungen zu erfreuen, sind diejenigen, die entrückt werden können und nicht von der Reinheit und transzendenten Herrlichkeit des Himmels überwältigt werden. Das heißt, offensichtlich ist es so, dass die meisten Menschen, wenn sie ohne zu sterben in die Gegenwart Gottes kommen würden und in den Himmel, würden sie davon überwältigt werden. Sie würden das nicht aushalten. Aber um das zu erleben, muss eben eine Vorbereitung stattfinden, eine besondere Heiligung, um das überhaupt erleben zu können. Was bedeutet das für alle anderen, wenn sie tot sind, irgendetwas getan wird, dass sie das dann trotzdem aushalten können? Ich weiß nicht, was es ist, aber das scheint das hier zu implizieren. Irgendein Werk wird für all die anderen Geretteten noch getan, dann während sie tot sind. Also das ist zumindest den Schluss, den ich daraus ziehe. Also haben wir jetzt gesehen, dass die spezielle Auferstehung sich auf Menschen bezieht, die zwar hier dann zu den 144.000 gehören, aber sie sind nicht Teil der 144.000. Sie haben nicht ihre Erfahrung. Und sie gehen zwar mit ihnen in den Himmel, aber von ihnen kann nicht entsagen, dass sie entrückt werden. Jetzt gehen wir mal hier zu Erfahrung und Gesichte. Seite 278. Da beschreibt sie auch dasselbe, was wir schon gelesen haben im großen Kampf, dieselbe Abfolge, werden wir sie nicht nochmal alles lesen, aber sie sagt auch wieder, es war Mitternacht, als Gott es gefiel, sein Volk zu befreien. Ja, fünfte Plage, die Finsternis wie Mitternacht. Und dann sagt sie auch wieder, ein mächtiges Erdbeben fand statt, die Gräber öffneten sich und diejenigen, die im Glauben unter der dritten Engelsbotschaft gestorben waren und den Sabbat gehalten hatten, kamen verherrlicht aus ihren staubigen Betten hervor, um den Friedensbund zu vernehmen, den Gott mit denen, die sein Gesetz gehalten hatten, machen wollte. Und dann wieder als nächstes Ereignis, als Gott den Tag und die Stunde des Kommens Jesu ankündigte. Also wir sehen dieselbe Reihenfolge, die wir eben auch schon gesehen haben im großen Kampf. Aber jetzt gibt es sozusagen ein etwas problematisches Zitat, das ein Widerspruch zu sein scheint, der sozusagen jetzt alles ändern würde, was wir studiert haben. Aber wir schauen uns mal an und gucken, ob wir das erklären können. Also, es heißt hier im ersten Band der Zeugnisse, das ist jetzt aus der ersten Vision von Ellen White, ja, wo sie diesen Pfad sieht und dann, wie sie in den Himmel gehen, ihre erste Vision 1844, als sie zur Prophetin berufen wurde. Und sie sagt hier in dieser Vision, bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassern, die uns den Tag und die Stunde des Kommens Jesu ankündigte. Die lebenden Heiligen, 144.000 an der Zahl, kannten und verstanden die Stimme, während die Gottlosen sie für Donner und Erdbeben hielten. Jetzt, sie erwähnt hier die 144.000 und sagt, es sind die lebendigen Heiligen, 144.000. Jetzt, warum ist das problematisch in Bezug auf, was wir bis jetzt studiert haben? Weil das ja hier zu einem Zeitpunkt ist, wo Tag und Stunde Jesu schon angekündigt wurde und wer alles lebt auf der Erde von Gottes Volk zu diesem Zeitpunkt. Es sind auch diejenigen, die in der speziellen Auferstehung schon auferstanden sind. Okay, also erinnert euch. Wir haben vorhin im großen Kampf und jetzt hier auch nochmal gelesen, wie die zeitliche Abfolge ist. Es kommt die spezielle Auferstehung und danach, deswegen habe ich hier den Fall gemacht,
wird Tag und Stunde verkündigt. So, davon haben wir jetzt gelesen. Tag und Stunde werden verkündigt und dann sagt sie, die lebendigen Heiligen, 144.000 an der Zahl. Und jetzt könnte man ja leicht zu dem Schluss kommen, dass man sagt, ja, Moment mal, wer sind denn all die lebendigen Heiligen der Zeit? Nicht nur die, die durch diese Zeit gegangen sind, sondern es leben ja wohl jetzt auch die, die sind ja jetzt auch lebendig, oder? Die hier auferstanden sind. Die haben auch Tag und Stunde gehört. Warum sagt sie jetzt, dass die lebendigen Heiligen 144.000 sind? Das würde jetzt implizieren, dass die bei der speziellen Auferstehung doch Teil dieser Zahl sind, Teil der 144.000. Denn sie sind ganz sicher auch lebendig, oder? Nun, man müsste jetzt schon sehr viel hier umdrehen und verdrehen, die ganzen Merkmale, die wir aufgelistet haben, über die 144.000, um das jetzt irgendwie passend zu machen, nur wegen diesem einen Zitat. Also wie können wir das auflösen? Nun, ich denke, es ist einfacher, als man vielleicht denken mag, denn was wir uns immer bei diesen Problemen vergegenwärtigen müssen, ist nicht, wie wir die Begriffe verstehen, die verwendet werden, sondern wie Gott sie versteht. Das heißt, wenn da steht, die lebendigen Heiligen, ja, wir denken sofort, das muss die mit einbeziehen, die bei der speziellen Auferstehung dabei waren. Aber wir müssen ja fragen, wie versteht Gott den Begriff, die lebendigen Heiligen? Und das schauen wir uns jetzt mal an, denn die Antwort darauf wird uns gegeben. Wir kommen gleich nochmal hier zurück zu dem Rest des Zitates. Aber wir lesen mal hier aus Erfahrung und Gesichte nur ein kleines Stück weiter von dem Zitat, was wir davor gelesen hatten, aus Erfahrung und Gesichte, wo sie jetzt nämlich diese Ausdrücke verwendet. Das heißt hier, die Erde erbebte heftig, als die Stimme des Sohnes Gottes die schlafenden Heiligen hervorrief. Sie folgten dem Rufe und kamen hervor, angetan mit herrlicher Unsterblichkeit und riefen, Sieg, Sieg über den Tod und das Grab. O Tod, wo ist dein Stachel? O Grab, wo ist dein Sieg? Also jetzt haben wir wen alles? Das ist die erste Auferstehung, ja, die generelle Auferstehung. Und jetzt haben wir sozusagen drei Gruppen von Lebendigen auf der Erde. Wir haben die 144.000, wir haben die von der speziellen Auferstehung und wir haben die der generellen Auferstehung. Sie alle sind jetzt lebendig. Und trotzdem heißt es dann, dann erhoben die lebendigen Heiligen und die Auferstandenen ihre Stimmen in langen, weit hallenden Siegesrufen. Jene Körper, die mit dem Zeichen der Krankheit und des Todes ins Grab gesunken waren, kamen hervor in unsterblicher Gesundheit und Kraft. Die lebendigen Heiligen werden in einem Augenblick verwandelt und mit den Auferstandenen hingerückt oder entrückt dem Herrn entgegen in die Luft. Also sehen wir hier, dass Gott einen Unterschied macht zwischen den lebendigen Heiligen und den Auferstandenen. Sie könnte auch einfach sagen, die lebendigen Heiligen. Sie könnte alle so bezeichnen. Aber nein, hier ist ein Unterschied zwischen den lebendigen Heiligen und den Auferstandenen. Und was ist der Unterschied? Dass die lebendigen Heiligen diejenigen sind, die nicht auferstanden sind, weil sie den Tod nicht gesehen haben. Die lebendigen Heiligen ist ein Begriff, den Gott speziell für die benutzt, die lebendig geblieben sind. Deswegen wird auch hier der Unterschied gemacht. Und so haben wir hier kein Problem, wenn sie sagt, die lebendigen Heiligen, 144.000 an der Zahl, dass es diejenigen sind, die am Leben geblieben sind. Und noch dazu muss man sagen, dass in ihrer ersten Vision hier sie sowieso die spezielle Auferstehung noch gar nicht erwähnt. Das ist gar nicht Thema. Okay. Jetzt, was ich auch ansprechen möchte, ist dann noch der nächste Paragraph hier in ihrer ersten Vision, nachdem jetzt Tag und Stunde angekündigt wurden und sie das mit den 144.000 erwähnt hat. Dann sagt sie nämlich im nächsten Paragraphen, die 144.000 waren alle versiegelt und vollkommen vereinigt. Auf ihren Stirnen waren die Worte Gott, Neues Jerusalem geschrieben und ein herrlicher Stern, der Jesu neuen Namen enthielt. Die Gottlosen wurden über unseren glücklichen, heiligen Zustand mit Wut erfüllt und stürzten auf uns los, um uns zu ergreifen und ins Gefängnis zu werfen,
aber wir streckten im Namen des Herrn die Hand aus und sie fielen hilflos zu Boden. Nun, das ist jetzt wieder sozusagen ein Problem, wenn wir das vergleichen mit der Abfolge im großen Kampf. Denn jetzt scheint es so, als ob, ich mache das hier nochmal groß, es scheint anhand dieses Zitates so, ja, dass sie jetzt hier sind, sie haben ja, siebte Plage, sie haben Tag und Stunde vernommen und jetzt kommen die Gottlosen anscheinend und stürmen auf sie los. Ja. Aber in der viel ausführlicheren Darlegung im großen Kampf haben wir gesehen, dass das hier war, wo die Gottlosen auf sie losstürmen wollen und sie durch die fünfte Plage befreit werden und jetzt diese Scharen gestoppt werden, der Euphrat vertrocknet. Und ab der speziellen Auferstehung und wo sie Tag und Stunde vernehmen, ist das überhaupt gar kein Thema mehr, dass die Gottlosen jetzt gegen sie kommen. Ja, ich sage das, weil es kann dieses Missverständnis dann entstehen, wenn man jetzt denkt, dass diejenigen, die bei der speziellen Auferstehung heraufkommen und sie jetzt auch noch diese Angst haben müssen, dass jetzt die Gottlosen kommen und sie umbringen, dann haben sie ja doch Anteil an der Angst in Jakob, dann haben sie auch noch diese Erfahrung, dass sie befreit werden müssen und dann kann man am Ende doch sagen, ja, dann haben sie ja doch irgendwie die Erfahrung der 144.000. Dann erleben sie auch die Befreiung und haben den Sieg über das Mahlzeichen und so weiter. Aber wie gesagt, erstmal gibt es in Gottes Wort keine Widersprüche. Ja, wir können nicht einmal sagen, die Gottlosen werden hier auf die Gottes Volk losstürmen, einmal hier. Es kann nicht beides sein. Das heißt, wenn laut dem großen Kampf die Gottlosen hier schon gestoppt werden und Gottes Volk den Sieg hat, dann ist die Erklärung, wie sie in der ersten Vision gegeben wird, gar keine chronologische Auflistung, sondern sie beschreibt eher eine weitere Erfahrung, die die 144.000 in der Zeit machen, aber in ihrer ersten Vision legt sie keinen Wert auf die zeitliche Reihenfolge, wann genau diese Dinge stattfinden. Aber der große Kampf, da sehen wir, dass sie vielmehr jetzt wirklich einen Ablauf darlegen will. Und natürlich ja, ist das auch logisch, weil in ihrer ersten Vision hatte sie auch noch nicht den Einblick, den sie 50 Jahre später haben würde, wenn sie den großen Kampf schreibt und viel mehr Details über die genaue Abfolge hat. Und so sollten wir uns eher auf das Gewicht der Beweise stützen, ja, auf all die eindeutigen Aussagen und nicht so schwierige Aussagen, wo es nur wenige gibt, dann nehmen, um alles wieder umzuwerfen. Sondern sehen, dass man dieses Zitat aus der ersten Vision eben so lesen kann, ja, dass sie hier, sie sagt ja nicht danach oder als nächstes, sondern sie beschreibt einfach weiter, was die 144.000 alles erleben in dieser Zeit. Ja, und das ist nicht ungewöhnlich. Also in der Bibel haben wir das oft, gerade in der Offenbarung und in den prophetischen Büchern wie Jesaja, dass da hin und her gesprungen wird, ja, und man muss dann selber schauen, wie die wirkliche Reihenfolge ist. Und genau dasselbe haben wir hier auch. Jetzt das vielleicht größte Problem, oder das Argument, was am meisten angeführt wird, um doch noch zu sagen, dass diejenigen, die hier bei der speziellen Auferstehung dabei sind, Teil der 144.000 sind, ist das Thema der Versiegelung. Denn wir haben ja gelesen, ein Merkmal der 144.000, Offenbarung 7, ist, dass sie die Versiegelten sind. Und ich habe euch jetzt Zitate gegeben, wir werden das jetzt nicht alles noch lesen, aber daraus kann man ganz klar erkennen, dass die Versiegelungsbotschaft schon kurz nach 1844 erging. Und sie sagt hier immer wieder, wir sind jetzt in der Zeit der Versiegelung. Und die Versiegelung wird abgeschlossen sein, dann am Ende der Gnadenzeit. Und dann sagt sie auch, sie hat so Aussagen, wie zum Beispiel hier in Christus kommt bald, Liebe zeigt sich im Gehorsam und die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Wer Gott liebt, trägt das Siegel Gottes auf seiner Stirn.
Oder dann hier sagt sie sogar für die Gemeinde geschrieben, Band 2, in ihrer Zeit, ich sah, schreibt jetzt ein Bruder, ich sah, dass deine Frau versiegelt wurde und auf Gottes Ruf hin auferstehen wird, um mit den 144.000 zu sein. Ich sah, dass wir um sie nicht zu trauern brauchen, weil sie in der Zeit der Trübsal ruhen wird. Also sie sagt jetzt zu jemandem, deine Frau ist versiegelt und sie wird mit den 144.000 sein. Jetzt, es gibt auch ein Zitat, das habe ich hier nicht drin, wo Ellen White selbst gesagt wird, dass sie mit den 144.000 sein wird. Nun, hier müssen wir erstmal den Unterschied verstehen zwischen mit den 144.000 zu stehen und Teil dieser Gruppe zu sein. Denn ich kann sicherlich auch mit einer Gruppe mitgehen, ohne Teil dieser Gruppe zu sein. Angenommen, ich gehe in ein Museum und da wird eine Führung gemacht mit einer Schulklasse und ich denke mir, ach, ich höre mir das mit an und gehe mit, dann bin ich zwar mit dieser Gruppe, aber ich bin bestimmt nicht Teil dieser Schulklasse. Ja, und so muss man sich das vorstellen. Diese, bei der speziellen Auferstehung, die hier auferstehen, sie werden mit den 144.000 dort sein. Das macht sie aber nicht Teil der 144.000. Aber was hier viel mehr das Problem ist bei diesem Zitat, ist eben, was dann viele anführen und sagen, ja, aber sie war ja versiegelt, oder? Und ein Merkmal der 144.000 ist, dass sie versiegelt sind. Also, wie lässt sich das erklären? Nun, wir müssen verstehen, dass es in der Bibel zwei verschiedene Siegel gibt. Es gibt einen Versiegelungsprozess, der immer stattfindet. Und speziell am Ende ist der Sabbat, der dann in der dritten Engelsbotschaft Thema wird, wird auch als Siegel bezeichnet, nämlich in dieser Wahrheit auch versiegelt zu werden. Aber es gibt noch ein zweites Siegel am Ende. Und das ist das, was nur die 144.000 erhalten. Also wie ist das zu verstehen? Wir kennen alle die Zitate, denke ich mal, wo sie zum Beispiel über diesen Prozess der Versiegelung beschreibt. Hier im Bibelkommentar sagt sie, sobald das Volk Gottes an seinen Stirn versiegelt ist, es ist kein Siegel oder Zeichen, das man sehen kann, sondern ein Verankern in der Wahrheit, sowohl intellektuell als auch geistig, sodass es nicht bewegt werden kann. Also letztendlich ist es das Werk des Heiligen Geistes, uns in der Wahrheit zu gründen, sodass wir, was auch für eine Anfechtung kommt und was eine Versuchung kommt, wir nicht fallen, sondern wir sind so verankert in der Wahrheit, dass wir stehen. Zum Beispiel dann in der Sabbatwahrheit. Wenn die Prüfung kommt, nur diejenigen, die versiegelt sind in dieser Wahrheit, mit dem Heiligen Geist, werden dort stehen. Das ist auch genau das, was Paulus zum Beispiel meint, wenn er sagt in Epheser 1, Vers 14 und 15, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Das war in seiner Zeit schon so. Also Versiegelung ist ein Prozess, der für alle aus dem Volk Gottes stattfindet, nämlich in der Wahrheit gegründet zu werden, sodass man nicht bewegt werden kann. Hier ist noch ein Zitat aus dem Bibelkommentar, Seite 541, wo sie sogar sagt, die Welt kann nur gewarnt werden, wenn sie Menschen sieht, die das Siegel Gottes haben. Und damit meint sie, dass da Menschen sind, die so in der Wahrheit geheiligt sind, dass sie die Gebote Gottes halten und auch den Sabbat. Und die Welt muss das sehen. Und anhand dieses Zeugnisses werden sie gewarnt und können sich bekehren. Das heißt, sie sagt ganz klar, da gibt es ein Siegel, das man haben muss, um überhaupt die letzte Warnungsbotschaft an die Welt zu bringen. Also wenn wir das uns mal hier anschauen, es gibt eine generelle Versiegelung, die für alle Menschen zutrifft, die gerettet werden. Es ist einfach das Wirken des Heiligen Geistes in ihnen. Und seit 1844 findet nochmal eine besondere Versiegelung in der Sabbatwahrheit statt. Und in der muss man gegründet sein, um dann beim Sonntagsgesetz bestehen zu können und ein Zeugnis zu sein für die Welt. Denn sie hat gerade gesagt, die Welt kann hier nur gewarnt werden, wenn sie Menschen sieht, die das Siegel Gottes schon haben. Also halten wir fest, hier wird es Menschen geben, nicht Volk Gottes, die das Siegel Gottes haben. Was ich aber zeigen will, ist, das macht sie nicht zu den 144.000, denn es gibt noch ein zweites Siegel, welches nur die 144.000 lebendig bekommen. Also gehen wir zurück und dann zeige ich euch das noch. Hier spricht sie von einer zukünftigen Versiegelung und das ist aus dem Bibelkommentar 535. Sie sagt,
Der Herr hat mir deutlich gezeigt, dass das Bild des Tieres vor dem Ende der Gnadenzeit aufgerichtet wird, denn es wird für Gottes Volk die große Prüfung sein, durch die sich dessen ewiges Schicksal entscheidet. Und dann zitiert sie Offenbarung 13, 11 bis 17. Und wichtig ist, Vers 15 ist das Todesdekret. Ja, wenn ihr nachschaut in Offenbarung 13, Vers 15, dort wird das Todesdekret erwähnt, was wir gesehen haben, kurz vor Ende der Gnadenzeit erlassen wird. Und dann sagt sie, direkt nachdem sie diese Verse zitiert hat, dies ist die Prüfung, durch die das Volk Gottes gehen muss, ehe es versiegelt wird. Dann werden sie das Siegel des lebendigen Gottes empfangen. Nun wieder, das wäre eigentlich ein Widerspruch, wenn es immer von demselben Siegel spricht. Warum? Eben hat sie ja gesagt, um die Welt zu warnen, müssen Menschen schon versiegelt sein. Jetzt sagt sie, erst wenn Gottes Volk die letzte Prüfung mit dem Todesdekret bestanden hat, werden sie das Siegel bekommen. Und allein daran kann man sehen, dass es hier von zwei komplett verschiedenen Siegeln sprechen muss. Denn ich kann es nicht hier haben müssen und dann erst da bekommen können. Das geht nicht. Es müssen zwei verschiedene Dinge sein. Und die Auflösung ist, um es kurz zu sagen, das erste Siegel ist ein Gegründetwerden in der Wahrheit, sodass man hier bestehen kann. Das zweite Siegel ist im Gericht für diejenigen, die jetzt bestanden haben, ein Zeichen, das äußerlich angebracht wird, das Engel sehen, damit sie wissen, dass es diejenigen sind, die jetzt beschützt werden in den sieben letzten Plagen. Das zweite Siegel ist etwas, was im Gericht entschieden wird und uns gegeben wird. Es ist keine Veränderung in uns mehr. Es ist nur eine Markierung für die Engel. Ein Gütesiegel sozusagen. Es uns für gut befindet. Es ist aber nicht diese Versiegelung, die vorher stattfindet. Natürlich hängen diese beiden Siegel zusammen. Ich werde nur das zweite Siegel bekommen, wenn ich das erste habe. Ja? Und auch alle Totengerechten werden dieses Siegel bekommen, aber eben wenn sie tot sind. Die 144.000 sind die einzigen, die das zweite Siegel bekommen, während sie leben. Das ist der Unterschied. Und ich habe übrigens auf meinem eigenen YouTube-Kanal ein sehr ausführliches Studium nur über diese zwei Siegel. Ich werde euch den Link unter das Video setzen, da könnt ihr euch das auch nochmal genauer anschauen. Aber das ist genau das, was sie jetzt auch meinte am Anfang unseres Studiums. Wenn ihr euch erinnert, da haben wir aus dem großen Kampf gelesen. Großer Kampf, Seite 614. Ja, wo sie sagt, die dritte Engelsbotschaft ist abgeschlossen, die Gnade bittet nicht länger, Gottes Volk hat seine Aufgabe verendet, es hat den Spätregen erhalten. Und dann sagt sie, die letzte Prüfung ist über die Welt gegangen und alle, die gegen die göttlichen Vorschriften treu gewesen sind, haben das Siegel des lebendigen Gottes empfangen. Das heißt, der zweite Zeuge, nur diejenigen, die die letzte Prüfung, nämlich die des Todesdekrets, den Erlass davon, bestanden haben, die haben dann auch das Siegel bekommen. Das heißt, alle vorher, die versiegelt waren, das war das andere Siegel. Ja, oder sie bekommen es, wenn sie dann tot sind. Aber lebendig bekommen es nur die, die am Ende der Gnadenzeit noch leben. Und das sind dann die 144.000. Und so können wir auch ja, diese scheinbaren Widersprüche auflösen, wenn wir ja diese anderen Wahrheiten richtig verstehen, wie zum Beispiel die Versiegelung oder was die Entrückung genau bedeutet, auf wen es sich bezieht. Oder was dieser Ausdruck, die lebendigen Heiligen und so weiter. Es geht immer darum, wirklich zu schauen, wie definiert die Bibel selber diese Begriffe und wofür wird vielleicht mal ein Begriff für unterschiedliche Sachen verwendet? Oder wo werden verschiedene Begriffe für eine dieselbe Sache genommen? Und so weiter. Das heißt, es geht mehr darum, das Thema zu verstehen und eine Harmonie herzustellen, als sich zu sehr auf Wörter zu fixieren. Das ist sehr wichtig beim Bibelstudium. Also machen wir eine Zusammenfassung und dann können wir hier auch Schluss machen. Was haben wir jetzt gelernt? Nun, wir haben gesehen, dass die 144.000 wirklich speziell diejenigen sind, die diese Erfahrung hier machen nach dem Ende der Gnadenzeit.
Und alle, die hier nicht dran teilhaben, erfüllen nicht die Merkmale der 144.000. Auch nicht die, die bei der speziellen Auferstehung hier auferstehen. Die 144.000 sind auch nicht speziell die, die hier das Evangelium an die Welt bringen. Denn natürlich werden die 144.000 hier dabei gewesen sein, aber nicht alle, die hier das Evangelium verkündigen, werden dann auch die 144.000 sein. Denn, Zitat hatte ich jetzt auch nicht hier, aber Ellen White sagt über diese letzte Zeit hier, es wird viele Märtyrer geben. Und ich denke, wir kennen die Zitate, wo sie sagt, nach dem Ende der Gnadenzeit wird es keine Märtyrer mehr geben. Denn Märtyrer sind nur dafür da, dass sich Menschen noch bekehren. Da hier aber sich niemand mehr bekehrt, wird Gott auch nicht zulassen, dass hier jemand ein Märtyrertod stirbt. Märtyrertode kommen deswegen nur hier noch vor. Und deswegen werden viele, die zwar an diesem Werk teilhaben, nicht hier dran teilhaben. Aber dann sind sie auch nicht die 144.000. Die 144.000 ist wirklich vorbehalten für ein Werk, das in dieser Zeit getan wird. Und in den nächsten Studien werden wir uns jetzt genauer wieder mit den Versen Offenbarung 14 ab Vers 15 beschäftigen, um vor allem auch zu sehen, was bedeutet es, dass sie die Erstlingsfrucht sind? Was ist dieses Reinigungswerk, das sie hier tun müssen? Und warum macht Gott das überhaupt? Warum sollen sie in dieser Zeit hier dieses Zeugnis bringen? Denn es ist sicherlich nicht dafür, dass sie einfach gerettet werden können. Denn viele werden gerettet, die nicht die 144.000 sind. Also warum noch diese Zeit? Und wir werden sehen, es hängt mit dem Symbol der Erstlingsfrucht zusammen, mit der Ernte hier. Und es hängt auch mit dieser sechsten Plage zusammen, dass der Euphrat vertrocknet. Und letztendlich hängt es damit zusammen, wie Gott den großen Kampf zu einem Ende bringt. Denn wir sind nicht nur hier, um einfach gerettet zu werden und in den Himmel zu gehen, sondern es tobt ein großer Kampf im Universum. Und Gott beendet den großen Kampf hier auf dieser Erde, wo er tobt, wo das Zentrum davon ist. Und er beendet es durch sein Volk. Ja? Gott beendet es, es ist sein Werk. Aber trotzdem erwartet er, dass er ein Volk bereit hat, das sich so heiligt in der Charaktervervollkommnung, dass es benutzt werden kann von Gott für dieses Werk. Einzelne Menschen mögen in der Vergangenheit diesen Zustand erreicht haben. Wir haben von Henoch und Elia gehört. Aber noch nie gab es eine Gruppe von Menschen, geschweige denn, dass das gesamte Volk Gottes, das auf Erden lebt, diesen Zustand erreicht. Denn es ist ganz sicher in dieser Zeit, dass das gesamte Volk Gottes diesen Zustand erreicht haben wird. Alle, die zu dieser Zeit noch leben, haben diesen Zustand erreicht. Und im Gegensatz dazu wird es nur noch die Gottlosen geben. Und wie das alles zusammenhängt, werden wir in den kommenden Studien herausfinden. Und wenn jemand Lust hat, in diese Richtung schon mal zu studieren und darüber zu lesen, dann kann ich euch empfehlen, das 79. Kapitel im Leben Jesu zu lesen, denn dieses Kapitel ist überschrieben mit dem Titel Es ist vollbracht. Und da wird beschrieben, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Wir haben ja hier schon gesehen, dass zweimal gesagt wird, es ist vollbracht, ja? Es ist geschehen. Und wir werden sehen, dass das, was Jesus am Kreuz gesagt hat, als er gesagt hat, es ist vollbracht, das ist etwas, was er schon vollbracht hat, als er ja noch lebendig war. Er war da ja noch nicht tot. Er sagt nicht, ich werde es jetzt vollbringen durch meinen Tod, sondern was immer er jetzt vollbracht hat am Kreuz, war etwas, was er lebendig vollbracht hat. Und es ist vom Prinzip her, wie wir sehen werden, genau das, was hier die 144.000 tun werden. Und deswegen nochmal der Ausdruck, es ist vollbracht. Aber wie das zusammenhängt damit, dass sie die Erstlingsfrucht sind und wie der große Kampf abgeschlossen wird, das werden wir dann in den kommenden Studien genauer herausfinden. Also, ich hoffe, ihr konntet gut folgen. Lasst uns jetzt noch mit einem Gebet abschließen. Unser himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort, dass du uns zeigst, was auf uns zukommt und
Wir danken dir auch für die Harmonie in deinem Wort und dass wir nicht verwirrt sein müssen über scheinbare Widersprüche, sondern dass du viele Aussagen hast, die ganz klar sind und daran können wir uns festhalten. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns Weisheit gibst, diese Dinge zu verstehen. Nicht einfach nur, damit wir ja diesen Ablauf theoretisch kennen, sondern dass wir vor allem wissen, was auf uns zukommt und wie wir uns persönlich darauf vorbereiten können. Zeig uns das, Herr, und lass uns diesen Eifer bekommen, danach zu streben, wie Ellen White sagt, zu den 144.000 zu gehören. Nicht, weil wir unseretwillen dort sein wollen, sondern weil wir wollen, dass dein Werk hier abgeschlossen wird. Weil wir wollen, dass der große Kampf beendet wird, dass du dein Werk vollbringen kannst, damit ja all das Leid, der Schmerz und der Tod endet. Und dass die Auferstehung all der Gerechten stattfinden kann und wir vereint bei dir sein können. So lass uns dir ganz hingeben, in dieser Charaktervervollkommnung voranschreiten, dass du ein Volk hast, das du gebrauchen kannst in der letzten Zeit. Wir danken dir dafür, Herr, dass du das Werk, das du begonnen hast, auch vollenden wirst. Denn es heißt, dass du es bist, der uns heiligst und dass du treu bist und es auch tun wirst. So danken wir dir dafür. Wir bitten nochmal für alle, die sich das anhören werden, auch in Zukunft, dass du auch sie segnest und führst und in alle Wahrheit leitest. Und das danken und bitten wir in Jesu Namen. Amen.